Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Organisatoren und dem VDI bedanken, die mir hier die Gelegenheit gegeben haben, einen Vortrag über Mobilität zu halten. Leider ist meine jetzige Mobilität durch den Konflikt zwischen einer langen Visa-Bearbeitungsdauer und meiner zeitkritischen Arbeit an der Harvard-Universität etwas eingeschränkt. Ich finde es persönlich sehr schade, dass ich nicht live dabei sein kann. Es würde mir viel Freude machen. Allerdings, wenn ich nach Deutschland käme, müsse ich für die Rückkehr mein US-Visum verlangen lassen, wodurch ich 8 Wochen in Deutschland festsitzen würde. Trotzdem war ich relativ mobil in den letzten 3 Jahrzehnten. Ich bin in Tianjin geboren, einer kleinen Stadt in China mit nur 10 Millionen Einwohnern. Als ich 10 Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern nach Peking gezogen, wo ich auch angefangen habe, Elektro- und Informationstechnik zu studieren. Während des Studiums habe ich deutsche Austauschstudenten kennengelernt, die mein Interesse geweckt haben, in Deutschland ein Studium zu beginnen. Daher bin ich von Peking Richtung Europa, Deutschland gereist und habe in Karlsruhe mein Ingenieurstudium abgeschlossen. Für die Promotion bin ich an die TU München gegangen, also nur eine minimale Bewegung. Die Zeit in Deutschland hat mich sehr stark geprägt und meine Denkweise nachhaltig beeinflusst. Ich habe in Deutschland ein weiteres Zuhause gefunden. Nach der Promotion habe ich ein Angebot von der Harvard-Universität bekommen, sodass ich den Kontinent wieder wechseln musste. Zusammenfassend war ich 20 Jahre in China, 10 Jahre in Deutschland und bin seit zwei Jahren in Amerika. 180 Breitengrad und 3 Kontinente habe ich hinter mir. Durch die Internationalität und Mobilität habe ich viel gelernt und profitiert. Die Flexibilität und Hartnäckigkeit der Chinesen, das anständige, langfristige Denken und die Organisiertheit der Deutschen und das Marketing und die Risikofreudigkeit der Amerikaner. In Amerika sagt man mir, dass ich Englisch spreche mit einem deutschen Akzent on top auf einem chinesischen Akzent. Und was auch sehr vorteilhaft für die internationale Zusammenarbeit ist, dass ich die Fachwörter in 3 Sprachen kenne. In meinem bisherigen Leben habe ich einen guten Geschmack vom MINT bekommen. In der Schule habe ich an einer speziellen Klasse teilgenommen, die zur Vorbereitung auf die Mathe-Olympiade diente. Durch mein Studium und die Promotion habe ich 4 technisches Verständnis erworben. Und jetzt versuche ich mit dieser Hilfe, den Einfluss der Menschen auf die Natur und Umwelt zu erfassen und zu verstehen. Lassen Sie uns einen Blick auf die Statistik der Thailänder werfen, in denen ich gelebt habe. Ich bin also einen Weg gegangen, auf dem immer mehr Frauen in MINT-Fächer promovieren. In China promovieren nur 10% Frauen in Naturwissenschaft und Technik, während es in Deutschland über 20% sinkt und in den USA sogar ein Drittel. Bemerkenswert ist aber die niedrige Zahl für die Ingenieurwissenschaften in allen 3 Ländern. In China sagt man, es gibt 3 Geschlechter, also Männer, Frauen und weibliche Promovierte. Ich denke, die Ursache der Ungleichheit ist in unserer konventionellen Vorstellungen liegt. Was hindert Frauen, in die Wissenschaft zu gehen und Führungspositionen anzunehmen? In meinen Augen gibt es ein paar Konflikte. Wer als Frau im Beruf kompetent erscheint, wird häufig als unweiblich wahrgenommen. Dazu gibt es noch Konflikte zwischen der biologischen und der Karriereuhr. Das Alter Anfang bis Mitte 30 ist sehr entscheidend für eine Professorenkarriere meiner Ansicht nach. Allerdings müssen dann viele Frauen schon an die Familiengründung denken.
Deutschland hat gerade der Welt wieder ein gutes Beispiel gesetzt. Angela Merkel als promovierte Physikerin ist wieder gewählt worden. In Harvard und am MIT gibt es auch ein paar gute Beispiele für Frauen in Führungspositionen, wie die jetzige Harvard-Präsidentin, die ehemalige MIT-Präsidentin und die Dekanin der Harvard Engineering School. Dann ist die Frage, was ein Ingenieur bzw. eine Ingenieurin überhaupt ausmacht und wieso wir Ingenieurwissenschaften überhaupt studieren. Es gibt keinen Nobelpreis für Ingenieurwissenschaften und Fachartikel in Nature und Science werden üblicherweise auch nicht von Ingenieuren geschrieben. Was mich aber an dem Ingenieurberuf fasziniert ist, ist, dass wir etwas kreieren, das unser Leben und unsere Zukunft verbessern kann. Wir bringen neue Technologien mit den Menschen zusammen, lösen Probleme und optimieren das Leben in vielen Bereichen. Ein guter Ingenieur oder eine gute Ingenieurin sollte sich die Zukunft vorstellen können und sie auch gestalten. Ein Ingenieur kann und vielleicht muss auch sehr mobil sein bezüglich seiner Forschungsrichtungen. Meine Diplomarbeit befasst sich mit Powerline-Kommunikation in Kraftfahrzeug. Ich habe Verfahren mitentwickelt, um mehrere Signale gleichzeitig über eine einzige Stromleitung zu übertragen. In meiner Doktorarbeit habe ich laserbasierte Gassensoren entwickelt, die kompakt sind, also etwa in der Größe eines Telefons. Diese Sensoren können nicht nur die Luftqualität in Räumen überwachen, sondern auch Gefahren wie Feuer und Rauch zuverlässig detektieren. Meine jetzige Forschung in Harvard geht auch um die Luftqualität, allerdings auf einer größeren Skala, nämlich in der ganzen Stadt. Ich bearbeite Fragestellungen wie Schadstoffe in einer Stadt verteilt sind und wer die Verursacher sind. Bevor ich Ihnen meine jetzige Forschung vorstelle, möchte ich gerne die Zentralfrage dieses Symposiums kurz ansprechen. Was ist die Mobilität der Zukunft? Es geht nicht um oder nicht nur um die Elektromobilität bei Kraftfahrzeugen, sondern um Mobilität auf allen Ebenen. Physikalisch mobil zu sein, gibt uns die Möglichkeit, interkulturelle Kenntnis zu erwerben, wie zum Beispiel, was man auf Deutsch nicht schlecht bezeichnet, heißt awesome auf Amerikanisch. Wer bereit ist, international mobil zu sein, kann auch mehr Chancen ergreifen. Auf der anderen Ebene steht die Forschungsmobilität, die zu interdisziplinärem Verständnis führt. Es dauert zwar in der Regel einige Zeit, eine neue Fachsprache zu lernen, allerdings haben Ingenieure durch ihre Ausbildung sehr gute Möglichkeiten, ihr Wissen auf andere Disziplinen zu übertragen und damit Probleme in verschiedenen Gebieten zu lösen. Also Mobilität der Zukunft bedeutet für mich Flexibilität auf allen Ebenen. Jetzt kurz zu meiner Forschung in Harvard. Hier sehen Sie eine Simulation der räumlichen Verteilung von CO2 in Boston. Rechts ist der Atlantische Ozean dargestellt und auf der linken Seite das Festland mit der Stadt Boston. Mit einem atmosphärischen Transportmodell und künstlich festgelegten Schadstoffemissionen, wie zum Beispiel Emissionen durch Verkehr und Kraftwerke, habe ich die räumliche Verteilung des CO2 und dessen zeitliche Dynamik berechnet. Die Simulation bildet ein Szenario im Juli 2012 ab. Sie sehen, dass je nach Windrichtung die Schadstoffe manchmal aus der Stadt selbst und manchmal aus der Nachbarschaft kommen, wie zum Beispiel aus dem südwestlich gelegenen New York City. Um die Korrektheit der Simulation zu prüfen und auch die tatsächliche Intensität der Emissionsquellen zu bestimmen, werden Messungen benötigt.
Das vorhandene Boston-Netzwerk besteht aus 6 Stationen, 4 innerhalb und 2 außerhalb von Boston. Die Instrumente messen die Konzentration leider nur an einem einzelnen Punkt und daher sind die Messungen aufgrund von Mischungseffekten nicht immer aussagekräftig und können auch zu falschen Schlussfolgerungen führen. Für die Zukunft brauchen wir nicht nur mehr Messstationen, sondern auch effizientere Instrumente, wie zum Beispiel mobile Messgeräte, die räumlich Flexibilität bieten. Zusätzlich werden auch Messinstrumente benötigt, die in der dritten Dimension messen. Mit der Sonne als Lichtquelle ist es beispielsweise möglich, die Gesamtmenge der Schadstoffe in der Luftsäule und auch die Schadstoffe in verschiedenen Luftschichten zu bestimmen. Mit solchen Messstationen in und außerhalb der Stadt können wir die Nettoemission der Stadt quantifizieren. Hier sehen Sie das von mir zu diesem Zweck entwickelte Messinstrument auf dem Dach des Harvard Science Centers. Das Instrument besteht aus 2 Komponenten, also aus einem Sun-Tracker, der die Sonne im Laufe des Tages automatisch verfolgt, und einem Fourier-Transform-Spektrometer, welches das Sonnenspektrum aufnimmt. Aus dem Sonnenspektrum kann die Anzahl der verschiedenen Gasmoleküle in einer Atmosphärensäule entschlüsselt werden. So gibt es zum Beispiel ungefähr 10 hoch 26 CO2-Moleküle in einer Säule mit einem Quadratmeter Grundfläche. Die tägliche Relativvariation dieser Anzahl beträgt allerdings nur etwa 1%, was die Genauigkeitsanforderungen an das Instrument verdeutlicht. Die Forschung macht mir viel Spaß, aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil am Wochenende die Sonne schön strahlt und ich aber nicht bei der Arbeit bin. Meine Forschungsvision ist es, mit einem Netzwerk aus solchen Instrumenten die Schadstoffmengen in Städten zu überwachen. Mit diesen Informationen könnte die Politik sinnvolle Steuerungsmaßnahmen ergreifen. Es ist allerdings noch ein langer Weg bis dahin und ich befinde mich im Moment noch auf dem Dach des Harvard Science Centers. Und von hier und von dort aus sende ich meine allerbesten Grüße nach Deutschland, insbesondere nach München. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.